Liebe Kolleginnen und Kollegen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Italien-Freundinnen und Italien-Freunde, liebes virtuelles Publikum, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend zur Eröffnung des italienischen Herbst im deutschen Frühling begrüßen zu können. Herbst, werden Sie fragen, ja, in diesen ungewöhnlichen und für uns alle schwierigen Zeiten ist aus dem Herbstprogramm ein Programm für den Frühling geworden. Umso schöner und wichtiger ist es, dass diese wunderbare Initiative fortgesetzt wird. Es handelt sich um eine Initiative, die 2018 auf Betreiben der Lektorin Maria Giuliana vom Institut für Romanistik entstand und nun zum dritten Mal stattfindet. Ich danke für die bewährte Kooperation dem Institut für Romanistik der Martin-Luther-Universität, dem Literaturhaus Halle mit seinem Direktor Alexander Suckel sowie unserem Veranstaltungspartner Neues Theater Halle. In dem ursprünglich geplanten Programm durfte ein Name nicht fehlen. Der italienischen Regisseur, der Kinogeschichte geschrieben hat und 2020 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, Federico Fellini. In Hommage an den großen Federico lesen die Schauspielerin Cornelia Heise und der Schauspieler und Regisseur Matthias Brenner aus dessen Buch der Träume, in dem Fellini über Jahrzehnte ein Sammelsurium ungebändigter Fantastereien akkumuliert hat. Aber nicht nur das, der italienische Herbst im deutschen Frühling sieht auch weitere, auch interessante Veranstaltungen vor. Im Neuen Theater Halle wird die Stimme der sizilianischen Sängerin Etta Scolosi verzaubert. Und auch die junge und aktuelle italienische Literatur wird nicht fehlen. Nadia Terranova liest aus seinem Romandebüt Der Morgen, an dem mein Vater aufstand und verschwand. Das Buch liegt seit diesem Sommer beim Aufbauverlag in deutscher Übersetzung vor. Ich freue mich darauf, Sie hoffentlich schon bald in Halle persönlich kennenzulernen und heute statt wiederzusehen, wo ich im Jahre 1987 als Studentin mit einem Stipendium an der Martin-Luther-Universität eine unvergesslichen Monat verbringen durfte. Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Vergnügen bei den Veranstaltungen. Viele herzliche Grüße aus Berlin. Buonasera. Zuallererst möchte ich Alexander Suckel, dem Leiter dieses wunderbaren Literaturhauses, für die Hartnäckigkeit und den ansteckenden Enthusiasmus danken, mit dem er die Kultur fördert, selbst in einer schwierigen Zeit wie dieser. 2020 wird für uns alle ein unvergessliches Jahr sein, denn die Pandemie hat unser Leben und die ganze Welt durcheinandergebracht. 2020 war aber auch das Jahr des 100. Geburtstags des großen Filmmeisters Federico Fellini. Unser Programm Italienischer Herbst und die geplanten Veranstaltungen im letzten Oktober und November wurde dadurch blockiert. Jedoch nicht nur wir, sondern auch die ganze Welt feiern Fellini weiterhin mit vielen Initiativen. Deshalb freuen wir uns sehr, diese Veranstaltung zu einem Fellini-Meisterwerk wie das Buch der Träume genießen zu können, wenn auch in digitaler Form. Il Libro dei Sogni, das Buch der Träume, wurde erstmals 2007 veröffentlicht, herausgegeben von Vittorio Boarini und Tullio Kezzic
mit einem Vorwort von Vincenzo Mollica. Fast 600 Seiten dick, über 3,5 Kilo schwer, ein Wälzer. Die deutsche Übersetzung von Christel Galliani kam ein Jahr später, 2008. Das Buch der Träume ist das große Album von Fellinis Unbewussten. An diesem Werk hat der Autor etwa 30 Jahre lang, von den 60er bis zu den 90er Jahren, mit skrupulösem Engagement gearbeitet, unter der Beratung des jungen Psychoanalytikers Ernst Bernhard, der bis zu seinem Tod 5 Jahre lang Fellini behandelte, von 1960 bis 1965. Die Träume waren Gegenstand der Interviews während der langen Analysesitzungen, die eine gewisse Zeit lang auch mit der Witwe des Arztes Dora Friedländer fortgesetzt wurden. Die Welt der Träume wird hauptsächlich der Humus von Federico Fellinis Filmkunst sein. Das Buch der Träume besteht aus 2 Büchern unterschiedlichen Formats. Das erste, kleinere, das die Träume vom 30. November 1960 bis zum 2. August 1968 enthält und das zweite vom Februar 1973 bis einschließlich 1982. Dazu gehören noch Notizen und verstreute Blätter aus den 90er Jahren. Es ist die Sammlung von den Träumen eines Autors, der unter anderem 2 Eigenschaften hat, nämlich ein Visionär zu sein und ein hervorragender Zeichner, ein Karikaturist, der sein technisches und intuitives Können auf die Ebene der Kunst bringt. Aus diesem Grund gilt die Sammlung nicht nur außergewöhnlich, sondern auch aufschlussreich, wie es Meisterwerke sind. Es ist ein Traumtagebuch, das schöpferisch die nächtliche und erstaunliche psychische Regie Fellinis aufzeichnet. Die nächtliche Arbeit des Geistes, wie der Autor sie definierte. Es umfasst etwa 30 Jahre voller Träume, Visionen, möglicher Deutungen und ungelöster Rätsel, fantasievoller und barocker Beschreibungen, hastig mit Feder geschrieben. Diese Sammlung von schlechten, hastigen und ungrammatischen Notizen, so definierte Fellini das Librone, ist ein Repertoire von Formen, Motiven und Geschichten, eine Stilübung, der sich Fellini widmete, um seine Fantasie zu trainieren und zu nähren. Das Buch der Träume ist die Schatulle, in der das schwarze Gold von Fellinis Unbewusstem aufbewahrt wird, dessen Bilder durch eine extravagante und ausdrucksstarke Zeichnung wie Schmetterlinge mit einer Stecknadel in einer magischen Mischung gepinnt werden, in einer magischen chemischen Mischung aus Farben, Worten von beispiellosen Charme. Beim Durchblättern dieser hypnotischen Seiten in leuchtenden Farben fließt eine Papierparade von Bildern vor den Augen, die wie unbewusste Reminiszenzen in seinen Filmen wieder auftauchen. Riesige Frauen mit junonischen Formen, rasende Fahrzeuge, Giulietta in Gestalt einer sterbenden Fee, groteske Situationen, schaurige Landschaften, mythologische Tiere und Fortbewegungsmittel, extravagante Objekte, katastrophale Flugzeug, Straßenbahn und Autounfälle. Die Originalbände werden im Stadtmuseum von Rimini, die Stadt, wo er geboren ist, aufbewahrt und im Internationalen Museum Federico Fellini ausgestellt, das im vorigen Jahr anlässlich des 100. Geburtstags des großen Regisseurs eröffnet wurde. Das Buch der Träume von Fellini hilft uns allen, den vielen Charakteren zu begegnen, die in uns leben und die er als ironischer Zirkusdirektor in der großen kreisförmigen Sandarena, die das Leben ist, zum Leben erweckt. Ein Kaleidoskop von Gesichtern, Brüsten und gesundem Wahnsinn, der gezähmt und nicht getötet werden soll. Das Zeichnen war immer ein grundlegendes Moment seiner Kunst, schreibt Daniela Barbiani, seine Nichte,
die von 1980 bis 1993 bei seinen letzten 4 Filmen als Regieassistentin tätig war. Im Dizionario Intimo per Parole e Immagini schreibt sie, das Zeichnen war seine Art, den Film zu beginnen, ihn an die Hand zu nehmen, die Figuren, die später Teil des Films werden sollten, so aufzuschreiben, wie er sie sich vorstellte, aber es war vor allem eine Art, mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen, ein privater Moment, um ein Gefühl, eine Fantasie und einen Traum zu analysieren. Für Fellini waren die Träume selbst die einzige Realität, aus der heraus man Geschichten erzählen und zeigen konnte, in denen es nur ein Vergnügen sein konnte, sich zu verlieren. Heute Abend werden wir in das Buch der Träume eintauchen. 2 unbestrittene Theaterprofis werden Fellinis Träumen eine Stimme geben. Nele Heise und Matthias Brenner, die so bekannt sind, dass sie nur eine kurze, sehr kurze Präsentation von mir benötigen. Nele Heise ist der Name, den sie zuletzt als Schriftstellerin angenommen hat. Sie ist als Cornelia Heise für ihre lange Karriere als Theaterschauspielerin an bedeutenden Theatern in der DDR, in der BRD, der Schweiz und Israel bekannt. Von früh an flüchtete sie sich neben dem Spielen auch ins Schreiben von Prosa, Lyrik und Theaterstücken. 2019 war sie Stadtschreiberin von Magdeburg. In den letzten Jahren hat Nele Heise Romane, Erzählungen und Gedichte veröffentlicht. Matthias Brenner, unermüdlicher Intendant des Neuen Theater in Halle, langjähriger Regisseur und Schauspieler im Theater, Fernsehen und Film. Eine Leitfigur im kulturellen Leben der Stadt Halle und ein Protagonist des täglichen bürgerschaftlichen Engagements. Ich bin Nele Heise und Matthias Brenner sehr dankbar für die Freundschaft, die uns verbindet. Eine Freundschaft, die sie auch tief in die italienische Kultur einbezogen hat. Ihnen sei noch für die treue Mitarbeit beim italienischen Herbst in den verschiedenen Veranstaltungen, zu denen Sie beigetragen haben, gedankt. Mit Federico Fellini und Nele Heise und Matthias Brenner wünsche ich Ihnen viel Vergnügen in unserem italienischen Herbst, nun ausnahmsweise im deutschen Frühling. Vielen Dank. In meinen Träumen sehe ich mich fast immer von hinten, schlank und mit fülligem Haar, so wie ich vor 20 oder 30 Jahren ausgesehen habe. So also sehe ich mich. Und ebenso werde ich mich auch in meinen Träumen zeichnen, die ich von jetzt an in diesem Buch niederschreibe. Eigentlich müsste ich mich so zeichnen. Ich bin gekleidet wie ein alter Römer und wirke wie eine plumpe Karikatur von Cicero. Dennoch bin ich bereit, auf die Bühne zu treten und zu singen. Meine Stimme ist, so denke ich wenigstens, so kraftvoll, dass sie mit ihrem Gesang das Theater zum Einstürzen bringen wird. Wie in einem Film sehe ich die schrecklichen Folgen meiner volltönenden Stimme voraus. Das Theater wird zusammenstürzen, die Wände werden auseinanderbrechen, Arbeiter und Schauspieler, die, wie ich sehe, immer mehr in sich zusammenschrumpfen. Oder bin ich es, der riesengroß wird? Hauchen in den Untergeschossen ihr Leben aus, von den Trümmern des Einsturzes erdrückt. Da ich genau weiß, dass sich dieses elementare Unglück ereignen würde, singe ich nicht, sondern bleibe brav an meinem Platz und lächle generös, kraftvoll und großzügig. Dann träume ich, dass ich mich in der Villa delle Mercede befinde. Es regnet.
Eine etwas angejahrte Prostituierte schreitet unter einem Schirmchen auf mich zu. Diese schöne Kupplerin ist eine Freundin von L und der Bakokia. Wie habe ich diese kraftvolle Hure begehrt, obwohl es sie in Wirklichkeit nie gegeben hat? Ich versuche ihre Aufmerksamkeit mit ein paar Pfiffen zu gewinnen, da ich ihren Namen nicht weiß. Aber ist diese andere wunderschöne Weibsbild, das dort unten auf der Piazza auftaucht, nicht vielleicht L selbst oder eine andere, noch schöner und begehrenswerter? Nun bereue ich es, die glorreiche Dirne auf mich aufmerksam gemacht zu haben, denn nun sehe ich aus der Nähe, wie alt sie ist und welch schlechte Zähne sie hat. Mich packt das Grauen, wenn ich mir vorstelle, meinen Penis in ihren Mund zu stecken. Aber schon sind wir in einem drittklassigen kleinen Hotel im Bett. Wir horchen auf das Getrappel der Polizisten, die einen Mann verhaften, der vorgestern eine Hure ermordet hat. War es in demselben kleinen Hotel? In Handschellen führen sie ihn die Treppe hinab. Dann bemerke ich, dass das Fleisch der alten Prostituierten weiß, zart und sehr anziehend ist. Man kann ihr nicht widerstehen. Ihre mollige Figur erfüllt mich mit Frieden und macht mich schläfrig. In einem kleinen Kinderzimmer in Rimini, in dem ich als kleiner Junge meine Hausaufgaben machte, was 30 Jahre her ist, liege ich mit Pasolini im Bett. Wir haben die ganze Nacht wie zwei Brüder nebeneinander geschlafen, vielleicht auch wie ein Ehepaar. Und jetzt, da er in Unterhemd und Unterhose aufsteht, um ins Bad zu gehen, merke ich, wie ich ihm mit einem Gefühl der zärtlichsten Zuneigung nachblicke. Auch von diesem Traum weiß ich nicht mehr, wie er sich abspielte. Wieder befinde ich mich in Rimini, in dem Teil, in dem ein inzwischen verstorbener Verwandter lebte. Die Frau, die halbnackt und mit breitem Hintern posiert, ist L. Links von ihr stehen zwei Dorfbewohner, die ankichern und sagen, für 10 Lire kannst du L besteigen, so oft du willst. Der Schatten links von L bin ich. Aber ich bin auch der, der hinter dem Sprossenfenster zu erkennen ist. Es ist tiefe Nacht. Durch die gesamte Szene hindurch ist das undeutliche, wölfische Lachen der herrlichen großen Dirne zu hören. In der schmutzigen, dunklen Luft gelingt es mir nicht, wegzufliegen und den Sternenhimmel zu erreichen, denn ich bin hartnäckig und unauflöslich an eine schwarze Seeschlange gebunden, so wie ich auch mit dem dunklen, schrecklichen Meer verbunden bin. Da ist er, der die Frau umgebracht hat. Begleitet von einigen Wachsoldaten in Zivil, nehme ich an den Proben für meine Erschießung teil, die morgen stattfinden wird. Sie haben mich an diesen Ort gebracht, der aus einem unbefestigten, weiträumigen und äußerst trostlosen Gelände besteht, das rechts von mir von einer hohen Mauer begrenzt ist und an den anderen Seiten zum offenen Land führt. Die Soldaten sind damit beschäftigt, auf einem kleinen Sandberg Schießübungen zu machen. Sie sehen mich an, als wollten sie mich fragen, ob ich mit dem Ort und der Art der Hinrichtung einverstanden bin. Ich weiß, dass nichts mehr zu machen ist.
Ich bin zum Tode verurteilt. Während Sie mich wegführen, sehe ich weit oben am Himmel einen jungen Mann, der mich ziemlich missbilligend anblickt. Und dann, während er auf mich zeigt, zu anderen, die ich nicht sehe, sagt, da ist er, der die Frau getötet hat. Und es schien mir, als begriffe ich, wer die Frau war, die dieser junge Mann meinte, der aussah wie ein Richter. Und ich glaubte, ich wüsste auch ihren Vornamen und den Familiennamen, konnte sie aber mit niemandem, den ich kenne, identifizieren. Jetzt wurde die Strafe in eine Zuchthausstrafe von mehr als 100 Jahren verwandelt. Ich war verzweifelt. Niemals mehr würde ich lebend aus diesem Gefängnis herauskommen. Und während ich versuchte, meine Wächter mit meinen angstvollen Klagen mitleidig zu stimmen, krampfte sich mir das Herz bei dem Gedanken zusammen, dass nicht nur ich für immer zu einem grauenvollen Leben verdammt worden war, sondern auch Giulietta. Die Arme würde den Rest ihres Lebens damit zubringen, auf den Tag zu warten, an dem sie die Erlaubnis hatte, ihren Mann im Gefängnis zu besuchen und für mich Essen zu kochen. Auf immer. So weiter. Außersinnliche Wahrnehmung. Auf meiner Armbanduhr ist es 5 Minuten vor 12. Ist sie tot oder nur verletzt? Ist sie vielleicht eine Akrobatin aus dem Zirkus, sodass sie eine so unnatürliche Haltung einzunehmen imstande ist? Und führt die breite Straße tatsächlich nach Rimini? Was ist überhaupt geschehen? Die Frau wurde von einem kleinen Lieferwagen angefahren, der voll beladen war mit Obst. Anschließend ergoss sich das Obst in lauter kleinen Stücken auf den Asphalt. Wo aber blieb der Lieferwagen? Ist das vielleicht eine Vision, die das Scheitern der Veranstaltung vorwegnimmt, die Rimini zu meinen Ehren abhalten wollte? Die nicht geernteten Früchte? Wohin gehe ich? Wir sind zu zweit, mit diesem Tigerwelpen auf der Schulter, der allerdings schon sehr groß und schwer ist. Ich versuche, eine Tür geschlossen zu halten, doch gleitet sie aus ihren Angeln. Ich schaffe es nicht, dagegen zu halten, und plötzlich stürmen viele wilde Tiere herein. Jeremy und ich haben mit unseren Gangs 5 oder 6 Frauen mit Maschinenpistolen erschossen. Das war unumgänglich und musste getan werden. Wir waren sicher im Recht. Doch jetzt sucht die bis an die Zähne bewaffnete Polizei nach uns, vielleicht sogar die deutsche Polizei. Die ganze Stadt ist in ihren Händen. Katharina ist schwarz gekleidet und hat einen ganz festen Hintern. Ich betaste ihn voller Lust und wir beschließen, sobald wie möglich eine ganze Menge netter kleiner Schweinereien zu machen. Ich habe mein Auto auf dem Land bei einem Gasthaus stehen lassen. Ich sage zu Giulietta, dass ich dorthin fahren werde, um es wieder abzuholen. Nino Rota sitzt an einem Tische, der voll beladen mit kantierten Früchten ist. Nino sagt, was für schöne Augen du hast, Federico. Dann küsst er mich. Ich hörte das Dröhnen einer Explosion so deutlich, dass nach dem Aufwachen noch immer das Echo des gewaltigen Getöses in meinem Ohren nachklang. Was war explodiert? Ja, etwas, das endlich explodierte. Ich schlage kichernd vor, von jetzt an neben dem großen steinernen Sarkophag zu Mittag zu essen, in dem meine Leiche liegt. Bernhard tritt lächelnd aus einer kleinen Tür hervor und macht sich daran, einige meiner Unterlagen durchzugehen, die wahrscheinlich Tests darstellen. Ich sehe auch Giulietta in ihrer Filmrolle als Gelsomina. Doch wie sie gestaltet ist, sie ist eine graue Maus geworden, mehr breit als hoch und in irgendetwas eingemummelt,
Überall sehe ich Pakete und Lumpen. All das macht mich sehr traurig. So ist alles, was wir tun können, zu versuchen, das Bewusstsein zu erreichen, dass wir ein Teil dieses unergründlichen Geheimnisses sind, das die Schöpfung darstellt. Wir gehorchen ihren nicht zu erkennenden Gesetzen, ihren Rhythmen und ihren Wandlungen. Wir sind Geheimnisse unter Geheimnissen. Es ist der erste Tag des neuen Jahres. Ich konsultiere das I Ching mit den folgenden Fragen. Erstens, die allgemeine Situation. 61, die innere Wahrheit. Die Mundwinkel. Die Ernährung. Zweitens, Ginger und Fred, ich bin wegen der drohenden Einstellung der Dreharbeiten angespannt und gereizt. Wie soll ich reagieren und was soll ich im Interesse dieser Arbeit und damit auch in meinem eigenen Interesse nur tun? 63, nach der Vollendung. Die Situation mit R, wie soll ich mich verhalten, erwachsen und selbstbewusst? Falls ich die Unmöglichkeit spüre, damit weiterzumachen. 30. Das Haftende, das Feuer, das Erregende, das Erschüttern, der Donner. Ich schlief. Vielleicht durstig auch nur, als eine grobe Stimme plötzlich einen Weckruf ausstößt, der offensichtlich mir gilt. Tatsächlich schrecke ich hoch, noch immer das Echo dieses brüsken Mahnrufs in den Ohren. Er war scharf, klar und real. Wenig später wiederholt er sich, da ich offenbar wieder eingeschlummert war. Und dieses Mal klingt die Stimme noch ungeduldiger, mit einer Spur barscher Strenge, als sei sie einem Knaben oder noch schlimmer, einem Dienstboten zugedacht. Hey! Blafft sie, ohne jede Sympathie. Ob sie vielleicht recht hat und ich tatsächlich aufwachen muss, da ich schon viel zu lange schlafe? Hey, aufwachen! Traum, den ich am Ende des Films hatte. Ich breche aus der psychiatrischen Anstalt für Straftäter aus und schwimme durch das dunkle, stinkende Wasser, das die ganze Stadt überflutet hat. Die Wärter schießen von den Dächern des Gefängnisses auf mich. Ich tauche unter Wasser in den schauderhaften Schlamm. Als ich schließlich wieder auftauchte, bin ich schon weit weg. Ich befinde mich in einem unermesslich blauen Raum, der keinen Horizont erkennen lässt. Nur ein grenzenloser, schlammiger Sumpf, der so aussieht wie am Anfang der Welt. Wer ist diese vor Kraft strotzende, dicke Blondine, die wie eine Amazone aus dem Varieté gekleidet ist und aus ihrem Mund lauter Herzen haucht? In der Luft hört man Musik. Es ist ein süßes, ernstes Motiv. Doch war dieses Bild auch sehr komisch. Besser gesagt, es vermittelte einem eine sehr gute Laune. Nein, von mir hast du nie geträumt. Nein, von mir hast du nie geträumt. Anmerkung. Bedeutet der Satz dieser Person, die mich offensichtlich zurechtweist und mir vorwirft, dass ich nie von ihr geträumt habe, und das ausgerechnet in dem Moment, als ich von ihr träume, dass mein Versuch, meine Träume aufzuschreiben, völlig nutzlos und oberflächlich ist? Ja, vielleicht sogar gotteslästerlich? Dass das Unbewusste rebelliert, da es zur Karikatur
reduziert wird. Sophia Loren ist in ihrer Badewanne ertrunken. Sophia Loren ist in ihrer Badewanne ertrunken. Ich bin es, der Carlo Ponti, der blass und verstört an der Tür erscheint, weinend die Nachricht überbringt. Ich bemerke, dass er auf seinem Kopf eine Perücke mit dickichtem Haar trägt, die ihm ziemlich gut steht. Jemand, der neben mir steht, würde Ponti am liebsten mit irgendeiner mitleidigen Lüge trösten, um ihm damit die Hoffnung geben, dass vielleicht noch irgendwas zu machen ist. Doch ich nehme ihn ganz fest in die Arme und sage ihm die Wahrheit, wobei ich den Kopf schüttle, ihm deutlich wissen zu lassen, dass es nichts, aber auch gar nichts mehr zu hoffen gibt. Sophia Loren ist wirklich ertrunken. Wieder Ängste wegen dieses Films. Soll ich ihn machen oder nicht? Im Bett mit P. Im Halbschlaf erscheinen mir zwei Bilder, die zeitlich etwa eine halbe Stunde auseinanderliegen. Das erste Bild ist dieses. Ein Pilot verlässt das Flugzeug und stürzt sich mit dem Fallschirm ins Leere. Und das zweite Bild? Ein Taucher steigt zum Meeresgrund hinab. Welche Warnung gibt mir das Unbewusste? Das Flugzeug verlassen? Aus den vorgefassten Ideen und der Intellektualität aussteigen? Nur Mut, der Fallschirm wird dich in Sicherheit bringen. Und dann? Hinab in den Abgrund der See und dort versinken. Hinab ins Unbewusste. In unbekannten Schlund des Meeres fischen und mit den Schätzen wieder nach oben kommen. Ins Unbewusste hinabsteigen. Man braucht nichts zu befürchten. Es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste. Das habe ich schon immer gesagt. Traum vom 26. Juli. Die Nacht vor Drehbeginn. Blick auf das Gittertor der Villa Elia und der Villa Archimede, in der ich viele Jahre lang gewohnt habe. Es ist Nacht und es sind viele Menschen da. Unter ihnen entdecke ich Freunde aus meinem Team, Danilo und andere. Kleine bunte Autos fahren schnell im Rückwärtsgang, um ruckartig vor dem Tor zu bremsen. Am Steuer sitzt niemand. Sie sind leer. Ich bin über diese seltsam magische Tatsache mehr als verwundert. Und dann habe ich eine Eingebung. Während ich mich über das zuletzt angekommene Auto beuge, murmle ich, seid ihr Marsmenschen? Sofort materialisiert sich eine Gestalt und steigt aus dem Auto. Ein junger Bursche mit rötlichem Haar, der voll und ganz einem Menschen gleicht. Warum habt ihr mich ausgesucht? Frage ich bewegt. Der Marsbewohner antwortet, sie versuchten seit einiger Zeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen, hätten es aber bislang nie geschafft. Was soll ich in eurem Namen der Menschheit sagen? Frage ich ergriffen. Der Marsbewohner will, dass ich mich bäuchlings auf den Boden lege, dann vollführt er einige rituelle Gesten und ich spüre, wie mich sein Fluidum erfüllt, das mir die folgende Botschaft übermittelt. Es gibt nichts zu befürchten. Es gibt nichts zu befürchten. Ich wiederhole diesen Satz mit lauter Stimme. Es gibt nichts zu befürchten! Und Giulietta, die, wie mir scheint, mit einem Rosenkranz in der Hand betet, murmelt, das ist es, was ich auch immer gedacht und dir schon immer gesagt habe. Traum vom 29. August 1975. Es herrscht Revolutionsstimmung.
Ich sehe Soldaten und Mannschaftswagen des Militärs. Eine junge Frau, die, wie man sagt, die Schwester von Pierre Clementi sei, geht mit einem Karabiner bewaffnet vorbei. Ist sie Kommunistin oder Faschistin? Ich weiß es nicht. Jedenfalls verhält sie sich gegenüber all denen, die sie als ihre Feinde betrachtet, so mutig und unnachgiebig, so verwegen und unversöhnlich wie eine rechte Passionaria. Sie steht neben mir in der Nähe der Stadtmauern am Stadttor, das den Piazzale Flaminio von der Piazza del Popolo trennt. Schießt! Schießt! Man muss ihn aus dem Weg räumen, ruft die junge Frau und zeigt auf ihren Bruder, der gerade durch das Stadttor geht. Die junge Frau feuert auf die schmale, so sanfte Gestalt. Und ich auch, der ich unter ihrem Einfluss stehe, drücke wie ein Automat auf den Abzug des Karabiners 91, den ich plötzlich in meiner Hand halte. Ich treffe Pierre Clementi in der Hüfte. Ich sehe ihn taumeln. Haben wir ihn umgebracht? Ich hoffe sehnlich, dass dem nicht so ist. Denn mir schien, dass die beiden Projektile ihn nicht tödlich getroffen haben. Doch meine ich, einen Augenblick später ein Laken auf dem Boden liegen zu sehen, so, als solle es eine Leiche bedecken. Das hässliche, außersinnliche Bild eines zerbrochenen Glases. Warum habe ich ein zerbrochenes Glas gesehen? Kurz vorher war das Glas doch noch voll und die darin enthaltene Flüssigkeit, Wasser, Wein oder Sperma, schwappte bei der geringsten Bewegung über. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es mir eine Art Vergnügen bereitete, es überlaufen zu lassen. Als könnte ich damit prahlen und es als einen dreisten Beweis für meine Macht hernehmen. Doch als ich es noch einmal versuchen wollte, gelang dieses kleine Spiel nicht besonders gut. Vielleicht, weil die Flüssigkeit weniger geworden war. Und dann tauchte mit einem Schlag das Bild von dem zerbrochenen Glas auf, wie es in der Zeichnung zu sehen ist. Zerbrochen auf so eine Art und Weise, dass es niemals wieder eine Flüssigkeit aufnehmen würde. Warum? Federico A. ist sehr böse auf dich. Sie sagt, sie habe erfahren, dass du mit einem Film noch nicht einmal angefangen und sie deshalb die ganze Zeit über belogen hast. Was soll denn das heißen? Antwortete ich verblüfft. Wie ist das möglich? Und du, drängte ich. Hast du ihr nicht gesagt, dass sie sich irrt? Hast du ihr keinen Beweis dafür geliefert, dass ich schon seit Monaten daran arbeite? Liliana zuckt mit den Schultern, als wollte sie mir zu verstehen geben, sie habe ja versucht, ihr das zu sagen, doch sei A. unerschütterlich bei ihrer Überzeugung geblieben. Ich fühlte mich verloren und machtlos angesichts dieser Hartnäckigkeit. Mein Zustand wurde auch zunehmend unsicherer, da ich mir eingestehen musste, dass selbst Liliana im Grunde nicht davon überzeugt war. Dann stiefelte von rechts meine Mutter daher, und zwar mit so viel Wucht, dass alles verschwand. Alles wurde auf einmal ausradiert, bis nichts mehr davon übrig war. Es war alles verschwunden. Sowohl Liliana wie auch A. Selbst meine Mutter und ich waren nicht mehr zu sehen. Nur ein großer schwarzer Fleck. Die totale Finsternis. Selbst wenn sie nicht dunkel war, das war wirklich nur noch das Nichts. Das Nicht-Leben. An einem Tisch unter freiem Himmel lausche ich in spitzbübischem Einvernehmen den Gesprächen meiner beiden Tischgenossen, die sehr zynisch und distanziert über die Tricks ihres Handwerks als Regisseure von billigen Krimis und Abenteuerfilmen berichten. Ich weiß nicht warum, aber ich tue so, als wäre ich genau so wie sie und nicke wohlgefällig und solidarisch. Plötzlich bemerke ich, wie mich jemand ganz zart am Arm berührt. Drei kleine Mädchen bitten mich um ein Autogramm. Während ich mich also anschicke, meinen Namen auf ein kleines Papier zu schreiben, fragt mich eines der Mädchen, Signor Fellini, werden Sie sich nie ändern? Ich entschließe mich, schriftlich
auf die so treuherzig, aber klar vorgetragene Frage des Mädchens zu antworten. Doch habe ich nur ein Blatt Papier voller Flecken und Kritzeleien. Ich finde nicht das kleinste freie Plätzchen, wo ich, wie ich eigentlich möchte, ich werde es versuchen, hinschreiben könnte. Schließlich scheint es mir doch gelungen zu sein, diese Worte niederzuschreiben, aber sie sind so winzig und mikroskopisch klein, dass nicht einmal ich selbst sie lesen kann. Es war nur ein kaum sichtbares Pünktchen. Was habe ich geträumt? Ich erinnere mich an keinen vollständigen Traum, nur an einzelne Bilder und Fragmente. Doch ging es dabei immer um das Gleiche. Streit und Uneinigkeit, Trennung und Abbruch von freundschaftlichen Beziehungen. So erkannte ich Grimaldi, der sich weigerte, sich wieder mit mir zu versöhnen, obwohl ich ihn dazu bewegen wollte, mit mir wieder Frieden zu schließen. Ich hatte ihn sogar in seinem Büro aufgesucht, aber er setzte sein hartes, blasses und abweisendes Gesicht auf, als sei er fest entschlossen, die Möglichkeit einer freundschaftlichen Wiederaufnahme unserer Beziehungen zunichte zu machen. Und so sah ich auch, wie der blasierte Gerardi verärgert und beleidigt davonging, worauf ich mit einem Schulterzucken zu Fracassi sagte, dass da einfach nichts zu machen sei und es unmöglich wäre, mit diesem Manne zusammenzuarbeiten. Was noch? Was habe ich noch geträumt? Ich kann mich nicht erinnern. Mir wurden die Haare abrasiert. Wenn ich mir allerdings jetzt mit der Hand über den Kopf streiche, spüre ich, dass sie dichter sind als vorher. Also schließe ich daraus, dass die Kur, die ich mache, richtig ist. Nun stehe ich vor einem kleinen Getränkekiosk. Ich habe etwas Zucker in meinen Mund gesteckt und habe große Mühe, ihn wieder herauszuspucken. Dabei bin ich mir vollkommen bewusst, wie schädlich Zucker für unseren Körper sein kann. Situation, Casanova, Grimaldi etc. Auch zu wissen, wie man etwas hinter sich lässt. Ein wenig Taktgefühl. Arbeit an etwas Misslungenen. Bescheidenheit. Ich finde diese Antwort sehr sachbezogen und passend. Die blaue Frau Doktor wird gleich ein Bad nehmen, ein komisches Kind läuft vor mir her, holt sie ein und sagt zu ihr: Entschuldigen Sie, Frau Doktor, könnten wir nicht wieder von vorne anfangen? Traum 19.11.66. Ich schlafe noch einmal mit meinem Vater. Ich wollte ihm damit einen Gefallen tun. Und so gleitet mein erregiertes Glied in die Vagina meines Vaters. 22.11.66. In seinem Haus versöhne ich mich wieder mit Flaninio. Welchen Sinn entnehme ich den Träumen der letzten Zeit? Stagnation, Verwirrung, Rückschritt, alte, verdrängte Probleme treten wieder zutage. Umnachtung, Dumpfheit. 23.11.66. Ich schlafe mit N und Anita. N ist auf mir, aber mein Glied habe ich in Anitas große Muschi geschoben. Und ich sehe, dass sie jetzt endlich ihren Höhepunkt erreicht. Och, was für eine Freude, wie sich ihre klaren Augen, die denen eines verwöhnten, grausamen Kindes gleichen, im Orgasmus trüben. Ihre Lider senken sich, als wollte sie ihren ekstatischen Genuss verschleiern. Endlich. Zwar reitet mich die große Walküre weiter, doch sie dreht mir jetzt den Rücken zu. Was für eine Hure, denke ich, weil sie keine Zeit verlieren will. Hat sie sich bereits angekleidet und trägt auf den Kopf einen Kalpak, eine aus Pelz gefertigten Husarenmütze. Jeden Moment wird sie aufbrechen und zu einem anderen Kunden eilen. Dino De Laurentiis und ich lassen ein Flugzeug vom Himmel herabsteigen, wobei wir ihm die Anweisung erst im letzten Augenblick geben. Daher erfolgt die Landung ziemlich überstürzt. Aber alles geht gut. Die Wiese des Flughafens steht voller ähnlicher Flugzeuge wie das
das wir landen ließen. Alle haben die Form einer Kugel. Wie schön, sage ich verwundert zu Dino. Warum befinden sich die Stewardessen dieses Flugzeugs, von denen ich nicht einmal weiß, ob es welche sind, außerhalb des Flugzeugs? Ist das nicht gefährlich? Nein, werde ich unterrichtet, denn diese Flugzeuge fliegen nur Inlandsflüge, Rom, Mailand. Ich finde das wenig überzeugend. Dezember 1974. Im Korb eines Heißluftballons zusammen mit Papst Paul VI., der als Kopfbedeckung den Kamauro, eine rote Samtmütze mit weißem Besatz am Rand, aufhatte. Die Situation schien ziemlich gefährlich, da kein Heißluftballon über unserem Korb zu sehen war. Trotzdem ging alles gut und ich hatte auch keine Angst. Unter uns lag der Strand und das Meer von Riccione, von Menschen bevölkert, die alle in die Luft schauten und auf etwas zeigten. Und da erscheint, größer und breiter als der Monte Bianco, ein herrliches Geschöpf in Badeanzug. Es war eine Frau, eine wahre Göttin, die sonst was ähnelte. Sie blickte in den blauen Himmel, ohne uns zu sehen. Dann kam aus dem schönen, weichen Mund ein Oh des Erstaunens hervor, worauf sich der gesamte Himmel mit weißen Wolken füllte. »Da, schau, Fefe«, sagte Paul VI., »das ist die große Macherin und Wolkenauflöserin. Da ist sie, wie sie leibt und lebt.« Im Traum kam es mir so vor, als träumte ich einen Traum von vor vielen Jahren. Anmerkung: Papst Montini hörte für Fellini seit seiner ersten Begegnung mit ihm niemals auf, ein Bild der Absolutheit und Strenge zu verkörpern, die in seiner Unfähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ebenso Ausdruck fand wie in seinen unumstößlichen Urteilen. Giulietta stirbt. Sie liegt in dem Zimmer, in dem die Pokale stehen, drüben im Wohnzimmer, haben sich ihre Mutter und Schwestern versammelt. Ihre Gesichter sind von Tränen überströmt und sehr verängstigt. Ich kann die Wahrheit nicht mehr vor ihnen verbergen. Giulietta stirbt, sage ich schluchzend. Dann gehe ich zu ihr zurück, zerschmettert von Schmerz und Angst. Giulietta liegt auf einer dünnen Matratze auf dem Boden und wirkt wie eine heilige kleine Nonne, die bereit ist, vor ihren Herrn und Schöpfer zu treten. Sie reagiert auf meine Beteuerungen und kläglichen Lügen, indem sie schwach auf die schneeweißen Laken ihrer Liegestatt und das Kinnband hinweist, das um ihren Hals gewickelt ist und ihr das Aussehen einer keuschen mittelalterlichen Prinzessin, halb Nonne und halb Fee, verleiht. Alles ist zu schön und zu luxuriös, als dass die Sache gut ausgehen könnte, flüstert sie. Dann weist sie auf einige maschinengeschriebene Blätter, die auf dem Boden verstreut sind. Es scheint, als seien diese Blätter sehr wichtig für mich. Wäre ich imstande gewesen, das Geschriebene auswendig zu lernen, wäre alles gut ausgegangen. Was aber stand darauf? Sie sehen aus wie Rechnungen und Quittungen, auf denen ich ab und zu den Namen und die Adresse einer Firma entziffern konnte. An mehr erinnere ich mich nicht. Weinend umarmte ich Giulietta und küsste sie, wobei ich ihren Namen rief und sie um Verzeihung für all das Böse bat, das ich ihr angetan hatte, weil ich nie begriffen hatte, welch unersetzlicher Schatz sie für mich war. Und jetzt ging sie für immer fort und ich blieb allein zurück. Dabei hatte ich immer gewusst, dass dieser schreckliche Tag eines Tages kommen würde. Giulietta, geliebte Giulietta, stirb nicht, verlass mich nicht. Anmerkung: Während ich dies schreibe,
kann ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. »13. Oktober 1966, geträumt in London. Giulietta hat die Leiche von Villalonga in einen unserer Koffer gesperrt. Wir befinden uns in einem großen Hotel. Sie geben uns ein anderes Zimmer und ich befürchte, dass der junge Dienstmann, der neben dem großen Koffer steht, Verdacht schöpfen könnte. Giulietta scheint nicht im geringsten besorgt zu sein. Sie war es, die Villalonga getötet hat, aber sie scheint die Sache vollkommen vergessen zu haben. Stattdessen ist sie ganz damit beschäftigt, das neue Zimmer in Besitz zu nehmen. Der Koffer wurde im Bad abgestellt. Morgen wird der Gestank der Leiche zu riechen sein. Wir müssen sie schleunigst loswerden. Marolina ist auch da. Vielleicht kann ich versuchen, nachts bei Nebel und Dunkelheit aus dem Haus zu gehen und die Leiche in der Themse zu versenken. Ich könnte sie aber auch draußen auf dem Land deponieren. Ich drehe eine Runde um das Hotel und suche nach der nächsten gelegenen Brücke auch. Mein Vater ist mit dabei und will mir helfen. Ich bin jetzt ruhiger. Vielleicht lässt sich das Unternehmen auf diese Weise durchziehen. Als ich jedoch ins Hotel zurückkehren will, merke ich, dass ich mich verlaufen habe. Ich frage jemand nach dem Weg. Der Kerl, den ich anhalte, kommt aus Bologna. Jetzt habe ich das Gefühl, als wären es gleich zwei Leichen, derer ich mich entledigen muss. Wer ist die andere? Ich träumte von C.G. Jung. Er sieht aus wie auf den Fotos und hat ein unglaublich schönes Gesicht, halb alter Zauberer, halb Bauer. Er zieht gerade um, näher Richtung Italien. Ihm vorausfahren große Lastwagen, die voll mit den Träumen seiner Patienten beladen sind. Jung sitzt in seinem Auto, vielleicht auch in einem Taxi. Er lächelt und zündet sich eine Pfeife an. In den Kellergeschossen unseres Hauses, sagt mir Giulietta, sei das Wasser gefährlich hochgestiegen und habe die oberste Sicherheitsgrenze erreicht. Ich sehe die Strudel aus schlammigem Wasser, das mit lautem Getöse unter den Bögen der Brücken im Inneren unseres Kellers dahinfließt. Giulietta ist im Nachthemd. Sie wirkt nicht erschrocken auf mich. Igmar Bergmann ist zusammen mit einer alten Dame, die eine Kollegin von ihm ist, nach Rimini gekommen. Mit vielfach variierenden Argumenten kritisiert er meine Art, Musik in meinen Filmen einzusetzen. Ich habe das Auto gewechselt. Wo ist mein schöner, komfortabler Mercedes geblieben? Jetzt habe ich einen rasant schnellen Ferrari, der statt des Lenkrads einen breiten Ledergurt hat. Für mich eine Art Halsband oder ein großer Kragen. Wie verwendet man den? Mit einem gefährlichen Schwung kommt das Auto von der Straße ab und landet auf einer Wiese. Doch zum Glück geschieht keine Katastrophe. Giulietta sitzt ruhig an meiner Seite und Savoli, der diesen Typ Auto kennt, öffnet das Handschuhfach, um nach der Bedienungsanleitung zu suchen, in dem die Charakteristiken dieser Fahrzeuge beschrieben werden. Und das Lenkrad, insistiere ich, wie kann man ein Auto mit so einem Lederhalsband steuern? Es ist nicht zu erkennen, ob das Auto tatsächlich so gemacht ist und ich erst lernen muss, wie es mit diesem Halsband gefahren wird. Vielleicht aber müssen wir auch abwarten, bis uns aus der Fabrik ein Lenkrad geschickt wird. Der Hafen von Rimini. Ist er kleiner oder bin ich zu einem Riesen mutiert? Auf jeden Fall schwimme ich, um zum Meer zu gelangen. Tja, sage ich bin ein Riese. Aber das Meer ist auch immer noch riesig. Ich stehe aufrecht in einem Abort und entleere meinen Darm. Die Hosen liegen am Boden, während ich das Hemd bis unter die Achselhöhlen hochgezogen habe. Es zerreißt mir das Herz, weil ich vorausahne, dass Giulietta bald sterben wird. Laut schluchzend und weinend gebe ich Gott folgendes Versprechen.
O Herr, ich bitte dich, wenn du Giulietta weiterleben lässt, versprechen wir dir beide, sowohl sie als auch ich, dass unser nächster Film allein dazu da sein wird, dich zu preisen. All unsere Filme werden von dir erzählen und der Liebe zu dir gewidmet sein. Es ist Nacht. Giulietta und ich besuchen ein Restaurant, das in meinem Traum für seine seltsamen Spezialitäten bekannt ist. Wir wollen dort gebratene Pinguine essen. Das Restaurant befindet sich in einem Bahnhof, auf dessen Gleisen wir sogleich die Pinguine erkennen. Das Innere des Lokals, sagt der Inhaber zu mir, der Saal, in dem wir uns befinden, sei den alten Kunden vorbehalten, die schon immer hierher gekommen seien, während die anderen Gäste, Laufkundschaft oder solche, die noch nicht als Stammgäste akzeptiert seien, in dem Raum darüber untergebracht seien. Ein Gast, ein sympathischer älterer Herr, der an dem Tisch des Restaurantbetreibers sitzt und dort speist, sagt zu mir: Das Gefängnis hat Ihnen gut getan, lieber Fellini. Ihr letzter Film ist sehr gelungen. Ach ja? Frage ich geschmeichelt. Und wo haben Sie ihn gesehen? Ich war Mitglied der Jury beim Festival von Cannes. Ich müsste meinen Körper entleeren, doch die Aborte, die ich aufsuche, sind völlig überschwemmt von nackten, riesenhaften und verrückten Frauen. Das erging persönliche Situation. Die Zersplitterung. Der Besitz von Großen. Und bezüglich der Arbeit lautet die Antwort: Die Unschuld. Nicht erstarren. Der Fortschritt. Hoffen wir, dass dem so ist. Im Fernsehen sah ich Folgendes. Halb untergegangen liegt an der Meeresküste eine riesige Statue aus Stein, die fast völlig verwittert ist. Sie muss sehr alt sein. Man erkennt eine Frau, deren Augen geschlossen sind. Ist sie eine Gottheit oder eine Königin? Auf der Statue befindet sich die Leiche eines kleinen Mädchens von 7 oder 8 Jahren. Es wurde von den Wellen getötet, die es mit äußerster Gewalt gegen das steinerne Bildnis geschleudert haben. Seine Mutter, eine kleine, kniende Gestalt, schreit verzweifelt und schlägt mit ihrer zarten Hand auf den Kopf der Statue ein, als wollte sie sich in ihrem wahnsinnigen Schmerz dadurch rächen, dass sie den Stein zerbricht. In einer trostlosen, völlig verdreckten Wohnung. Anscheinend meine, läutet das Telefon. Ich antworte mit Falsettstimme und täusche vor, meine Sekretärin zu sein. Fellini ist nicht da, sage ich. Ich wollte ihm sagen, antwortet eine Männerstimme, dass ich ihm gestern geschrieben habe, um... Genau in diesem Moment erscheint auf der Schwelle eines der Zimmer eine großgewachsene Gestalt, die einen weißen Kittel trägt und die strenge Autorität eines Arztes verströmt. Ein ungeheurer Schrecken lässt meine Glieder erstarren. Der Mann muss ein Gespenst sein, das sich aus dem Nichts heraus materialisiert hat. Niemand hat je dieses Zimmer betreten. Ich lasse den Telefonhörer fallen und blicke fassungslos auf die Erscheinung. Mit ruhigen, aber entschiedenen Gesten gibt mir die Gestalt zu verstehen, dass sie später mit mir sprechen wolle. Gleichzeitig deutet sie mit ihren langen, knochigen Fingern auf die Fotografien, die an den Wänden hängen. Ich wache auf und schreie vor Entsetzen. Die letzte Eintragung Fellinis im Buch der Träume. 16.02.77. Das Gesicht eines sehr viril wirkenden Mannes, das rot angelaufen ist und von einem großen, herrischen Kinn dominiert wird,
erscheint mir wie eine Fotografie, die mit einem Rahmen versehen in einer Zeitung abgebildet ist. Jetzt liegt dieser Mann neben mir im Bett und rechts von mir liegt Giulietta. Ich denke, dass dieser männliche und so entschlossen wirkende Typ Mann O gefiele. Vielleicht denke ich, würde er auch Giulietta gefallen. Dann umarmt mich der Typ und ich lasse es geschehen, von einer zufriedenen, leichten Erregung erfasst. Dann beginnt er mir etwas über die Winde zu erzählen. Der Nordwind, sagt er zu mir, kommt von dort. Und der Südwind, frage ich. Der Typ zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Und die Passatwinde? Fahre ich ohne wirkliche Neugier fort, um ihm ein wenig entgegenzukommen. Und die Monsunwinde? Plötzlich befinde ich mich in einem kleinen, dreckigen Obstladen. Der Typ ist anscheinend der Inhaber. Doch ausgerechnet ihm will ich zwei Sorten von Trauben anbieten. Da ich sie waschen will, zeigt mir Giulietta im Laden nebenan eine Betonwanne voll schmutzigen Wassers, wo ich sehr vorsichtig und sorgsam die Trauben in dem sauberen Wasserstrahl, der aus dem Hahn kommt, waschen könne. Auf dem Boden sehe ich einige Löcher. Das sind die Eingangslöcher, die zu den Ameisenhöhlen führen. Und die Ameisen sind eilig dabei, ihre Vorräte dort hinein zu transportieren. Mit zwei oder drei einzelnen Trauben, die ich fallen lasse, verstopfe ich die Eingangslöcher zu den Höhlen. Jetzt sehe ich die Ameisen nicht mehr. Die, die drinnen sind, können nicht mehr heraus. Die anderen, die ich allerdings nicht mehr sehe, die können nicht mehr hinein.